Schön, dass ihr da seid. Ja, noch ein paar Ungepflegte, ja, die wirklich noch fit sind, sich noch einen Vortrag anzuhören. So, finde ich klasse. Ja. Genau. Ja, es ist ein bisschen, sorry, es geht um Security, es ist ein bisschen trocken. Ja. Ich hoffe, ihr seid noch aufnahmefähig. Okay, und zwar geht es um User-Management mit OpenLDAP, aber nicht so von dem, so wie es meistens gemacht wird, oder wie es meistens mit dem Internet-Server gemacht wird, sondern auf eine etwas paranoide Art und Weise. Ja, ich heiße Michael Schröder, ich arbeite so als Freiberufler, ja, und in zwei Schwerpunkte, einmal eben so Verzeichnisdienste, LDAP-basierte und eben so angewandte Verschlüsselung. Ja, diese hässlichen PKI-Sachen und so weiter. Und im Bereich LDAP gibt es von mir eben auch einen Sack voller Open-Source-Projekte oder freie Software, ja, die von mir betreut wird oder von mir stammt. Genau. User-Management machen wahrscheinlich schon die meisten, irgendwie auch eventuell sogar mit LDAP-Servern. Einfach die Hand hoch, wer kennt sich da so ein bisschen aus, wer hat da schon Berührungspunkte gehabt? Genau, so auf die Leute. Wird man sagen, vielleicht so, ja, warum schon wieder irgendwie LDAP-basiertes User-Management und so, ja, ist ja eigentlich sozusagen, ist ja eigentlich jetzt schon irgendwie Usus, schon seit 10 Jahren, ja, und Linux-Logins und so weiter, auch dieses AD und so, ist ja alles möglich und so, ja, und warum überhaupt irgendwie wieder ein neues System und so, ja. Und diese Frage stellt sich tatsächlich in Punkt, ne? Dann muss ich das machen, ja. Ist es an? Nein. Jetzt? Ja. Ja. Okay. Und diese Frage stellte sich tatsächlich in einem Kundenprojekt, ja, wo es darum ging, also obwohl es da schon Active Directory gab und alles Mögliche, ja, sozusagen, ging es darum, nochmal hinzuschauen, brauchen wir eventuell für die administrativen Zugriffe unserer ganzen Admins, das ist wieder, auch Entwickler, ist wieder aus. Wieder? Ist, glaube ich, wieder aus, also ich. Jetzt an? Ja. Nee? Ja. Also ich höre nichts über die Lautsprecher. Ich hab's gehört. Also jetzt nicht mehr, ja. Okay. Soll ich einfach mal weiterreden? Ja, okay. Ist der Sender irgendwie abgeschirmt oder so? Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, es ging darum, ja, für Tausende von irgendwelchen Systemen, also in verschiedenen Stages, also von Entwicklersystemen, QA-Systemen bis hin zu Produktionssystemen, immer verschiedenen Benutzergruppen tatsächlich auch administrativen Zugriff zu geben. Also das heißt bis hin zu eben sudo ausführen, mit sudo einfach root werden. Ja? Und der Hintergrund, warum eigentlich jetzt sozusagen so ein System ist, dass die Infrastruktur eigentlich auch so ziemlich schnell wuchert, ja. Also das heißt, die einzelnen Admin-Teams dort, ja, die wissen auch relativ wenig voneinander, die sollen auch relativ autark agieren können, ja. Die betreuen eben, ja, also es gibt halt die klassischen Sachen, ja, dass sozusagen Ops-Teams im Prinzip auch Entwicklern irgendwelche virtuellen Maschinen zur Verfügung stellen, aber dann wollen sie eigentlich im Prinzip die administrative Kontrolle auch an die Entwickler abgeben, die sollen da irgendwie alles machen dürfen, ja. Und auf der anderen Seite sollen halt die Teams untereinander eben ihre Maschinen nicht sehen können, geschweige denn irgendwie drauf zugreifen können, ja. Das heißt, man hat eine Menge irgendwie gemischter administrativer Rollen, ja, auf vielen Systemen, ja, und was man eben auch nicht wollte oder was ich schon als notwendig erwiesen hatte, dass Systeme sich auch nicht, also dass die Systeme eventuell, wenn sie dann doch mal gehackt werden, ja, was auch mal vorkommt, also irgendein PHP-Wald- und Wiesenserver vorne ganz an der Front, ja, dass wenn die mal gehackt werden, da sollte man eben auch nicht irgendwie von dem System aus gleich alles sehen von der Infrastruktur, ja. Und das Ganze sollte halt natürlich möglichst agil gehen. Also das heißt, die Leute sollten nicht irgendwie sehr lange Beantragungsworkflows erst durchlaufen müssen, um jetzt zum Beispiel irgendwie Zugriff auf einen bestimmten Server zu bekommen. Ja? So, und daraus ergaben sich eigentlich im Prinzip zwei Hauptanforderungen. Ja? Einmal, alles konsequent zu delegieren.
Also sprich, wirklich alle möglichen Aufgaben einfach wegzudelegieren an die dann zuständigen sozusagen Systemadministratoren auf verschiedenen Ebenen und eben den Zugriff sozusagen immer auf kleine managbare Einheiten, also kleine gut zu verwaltende Einheiten einzuschränken. Also das heißt, nicht irgendwie ein Admin-Team hat jetzt sozusagen überall alle Rechte, ja, sondern es gibt zwar übergeordnete Admins, die sozusagen das System, also die Benutzerverwaltung sozusagen administrieren, ja, also die Grundstruktur da drin, ja, aber sich aus dem täglichen Geschäft praktisch raushalten. Ja, das heißt, die Idee ist eben nicht über irgendwelche komischen, womöglich noch teamübergreifenden Genehmigungsworkflows gehen zu müssen, sondern die Leute sollen selber in ihrem Bereich, ja, direkt agieren können. Ja, was die Leute auch, was ihnen zwar Arbeit aufbürdet, aber ihnen auch die Möglichkeit gibt, sofort zu agieren und viel schneller zu sein. Ja? So, also, und ja, und es sollte halt streng ein Need-to-Know-Prinzip und ein Least-Privilege-Prinzip eben eingehalten werden. Ja? Existierende, also ich bin schon ziemlich lange in dem Bereich LDAP unterwegs, also meinen ersten LDAP-Server habe ich 1998 aufgesetzt, ja, und mir ist sozusagen kein Out-of-the-Box-System bekannt, ja, was praktisch diese Prinzipien so als Default einführt. Ja, man kann das zwar, man kann auch ein Active Directory irgendwie anhand der EU-Struktur zunageln und so, ja, aber das wird dann ziemlich umständlich und meistens machen die Unternehmen das nicht, weil sie irgendwie auch Sorge haben, den Microsoft-Support zu verlieren oder sowas. Ja. Genau, und deswegen, das war eigentlich die Motivation, nochmal drüber nachzudenken, wirklich so ein Out-of-the-Box-Konfiguration selber neu zu entwickeln. So, natürlich, ein weiteres Ziel ist halt, dass man auch schneller zum Beispiel auditieren kann. Also so Teile dieser Systemumgebung sind auch gesetzlich reguliert, ja, wo dann auch wirklich irgendwie nach irgendwelchen BSI-Richtlinien oder Grundschutzhandbuch sowieso, ja, aber auch nochmal weitere technische Richtlinien, die eingehalten werden müssen, wo dann natürlich irgendwie so ein Auditor jährlich kommt und sagt so, jetzt, warum hat eigentlich wer welches Recht wohin und so. Ja, und das muss man dann halt beantworten können. Ja, und es ist halt schön, wenn man das sozusagen mit dem Inhalt von einer Datenbank halt beantworten kann. Aus diesen Auditing-Anforderungen ergibt sich auch, dass man zum Beispiel persistente IDs überall verwendet. Ja, also diese üblichen Benutzername, UID, GID und so weiter, dass die auch nie wiederverwendet werden. Ja. Und das Ganze soll natürlich auditiert werden und nur von bestimmten Rollen, Auditorrollen, soll dieser Audit-Log einsehbar sein. So, das hier gibt mal so einen Überblick über die Architektur. Im Prinzip, der Admin greift von seiner Admin-Workstation eben zum Beispiel auf irgendwelche Web-Applikationen zu oder auf direkt zum Beispiel auch auf Datenbanken oder die üblichen SSH-Zugriffe. Und letzten Endes soll der Benutzer den angeschlossenen Systemen, also Benutzer und seine Gruppen, den angeschlossenen Systemen eben via LDAP bekannt gemacht werden. Das heißt, diese sozusagen, ich subsumiere das jetzt einfach mal als Anwendungssysteme, ja, die greifen halt alle über LDAP-S, ja, auf eben nur Lese-Consumer-Repliken zu. Ja, und können sich da eben sagen, gib mir mal alle Benutzer für mich. Ja? Der Admin kann auch selber über LDAP-S zum Beispiel in seinem Bereich sozusagen auch direkt auf einen beschreibbaren Provider zugreifen, auf so eine Provider-Replik, ja, und da zum Beispiel Bulk-Operationen auf irgendwelchen Daten machen. Dann gibt es spezielle Web-Oberflächen, die einmal sozusagen die Pflege der ganzen Einträge und Attribute und so weiter erlaubt, Gruppenzugehörigkeiten und so weiter und so fort. Ich kann das vielleicht nachher auch noch zeigen. Und eben so eine kleine Passwort-Self-Service-Anwendung. Soweit so bekannt. Ja?
Worauf ich großen Wert lege, ist diese rote Linie. Also das heißt, die hier unten liegenden mit dem System integrierten Systeme, also quasi die Zielsysteme, auf die administrativ zugegriffen wird, ja, die haben praktisch tatsächlich nur, sollen nur Zugriffe haben auf diese nur Lese-Consumer. Ja, das heißt, die Komplexität von diesem System hier ist zum Beispiel auch ungleich kleiner, ja, als die Provider-Konfiguration, ja. Und die Idee ist eben auch wieder, falls es hier irgendwelche Probleme gibt oder so, ja, dass man dort sozusagen auf diesen Consumern weniger sensitive Dinge hat. Ja, ich erläutere da noch die Unterschiede später. So, und die Idee ist aber außerdem ferner, dass im Prinzip nicht die angeschlossenen Systeme in ihrer lokalen Konfiguration zum Beispiel drinstehen haben, bitte gib mir jetzt nur Benutzer, die in den und den Gruppen sind, und man muss das dann überall sozusagen einkonfigurieren, sondern dass die Idee ist, dass die Konfiguration hier unten bewusst dumm gehalten ist. Ja, also das heißt, die sagen einfach, gib mir mal alles. Gib mir alle Benutzer, gib mir alle Gruppen, die ich irgendwie sehen darf. Ja? Und zu diesem Zweck authentifiziert sich praktisch wirklich jedes angeschlossene System. Und wir, bei dem einen Kunden reden wir da von 15.000 Servern. Jedes angeschlossene System authentifiziert sich individuell an den Consumern und wird anhand der Berechtigungen in dem LDAP-Server darauf autorisiert, Benutzer, Sudo-Regeln, Benutzergruppen und ihre eigene Servergruppe zu sehen. Ja, also das heißt, auch so Dinge wie, gib mir mal den SSH-Key von Benutzer Fu, ja, bedeutet sozusagen, ja, ich suche nach dem Benutzer Fu, mehr weiß ich gar nicht darüber, und er gibt mir wirklich tatsächlich nur dann den Benutzer Fu wieder, wenn es in dem System eben, wenn der im System als sichtbar hinterlegt ist. So, dann gibt's verschiedene Rollen, die AE-Admins. AE steht übrigens für Authorized Entities, das ist eigentlich das Motto von dem ganzen Ding. Ja, also alles muss irgendwie autorisiert werden. Und die AE-Admins, das sind praktisch die, die quasi das System selbst managen. Das ist so die höchste Admin-Rolle, das sind dann typischerweise nur irgendwie eine Handvoll Leute. Ja, und die sind aber explizit angewiesen, sich aus dem administrativen Tagesgeschäft rauszuhalten. Ja, also sozusagen, die machen keine normale Datenpflege. Die setzen zum Beispiel nicht das Passwort von einem Benutzer. Die legen keine Benutzer an oder sonst irgendwas. Die AE-Admins machen nur wirklich das Management von diesem System. So, analog dazu gibt's AE-Auditoren. Die dürfen sozusagen alles lesen. Ja, das ist auch eine sehr mächtige Auditorrolle. Ja, die dürfen quasi die Daten selbst lesen, als auch die sogenannte Access-Log-Datenbank, also den Audit-Log. So, und dann ist das System eingeteilt in praktisch Datentöpfe, die nenne ich hier einfach mal Zonen. Ja? Und zu jeder Zone gibt es eine oder mehrere Gruppen, deren Mitglieder für die Zone die Rolle Zonenadmin ausüben. Analog dazu die Zonenauditoren. Ja, die Zonenadmins sind die, die das administrative Tagesgeschäft machen, also wie Benutzer anlegen, Gruppen pflegen und so weiter und so fort. Ja? Warum gibt es Zonenauditoren? Wenn Systeme, oder sagen wir mal, wenn zum Beispiel verschiedene Teams ihre eigenen Datentöpfe haben, also respektive Zonen, ja, dann sollen die sich auch gegenseitig erlauben können, zum Beispiel dass andere Zonenadmins zum Beispiel in ihre Zone reingucken können, lesbar reingucken können. Deswegen gibt es dann auch analog eben diese Zonenauditorrolle. Also das heißt, Zonenadmins nehmen sich sozusagen wechselweise als Zonenauditoren auf. So, und dann gibt, also wenn es irgendwelche Verständnisfragen gibt, immer reingrätschen einfach. Ja, einfach melden und dann. Ja. So, und dann gibt es sogenannte Setup-Admins. Setup-Admins, ja, okay. Nein, nein. Die kriegen alle entweder ein separates Passwort quasi und oder sie bekommen ein TLS-Client-Zertifikat. Hm? Ach so, okay. Ja, sorry. Die Frage war, ob für die Authentifizierung der angeschlossenen Systeme an dem LDAP-Server, ob da Kerberos verwendet wird. Nein, Kerberos wird nicht verwendet, sondern entweder ein individuelles Systempasswort. Ja, oder eben TLS-Client-Zertifikate.
Genau. Auf die Setup-Admins gehe ich später nochmal ein. Ja. So, es lässt sich leider nicht vermeiden. LDAPs sind immer sozusagen baumförmige Datenbanken eben, also hierarchische Datenbanken, ja. Also man muss da sich immer mal so die Baumstruktur mal kurz angucken, ja. Doch die Bedeutung dieser Baumstruktur ist eigentlich für die Berechtigungsstrukturen gar nicht so wichtig. Ja, also so, da kommt nachher eine Grafik, die ist viel wichtiger. Aber trotzdem ist es mal ganz hilfreich, das zu sehen. Auf der obersten Ebene, also hier gibt es praktisch die Suchbasis, ja, also der oberste Knoten in dem Baum, ja. Und auf der ersten Ebene gibt es die Zonen, ja. Wie gesagt, Zonen sind Bereiche, beliebige Bereiche delegierter Administration. Und da gibt es auch spezielle Zonen, also zum Beispiel die Global-Zone, die ist einfach für alle lesbar, ja, die Inhalte da. Das sind so typischerweise so Sachen wie zum Beispiel auch CA-Zertifikate global sichtbar machen oder sonst irgendwas. Ja. Dann gibt es die Zone AE, das ist genau die Zone, um das System selbst zu managen. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel Zonen, wo man sagt, man synchronisiert da zum Beispiel irgendwelche HR-Daten rein, also Personen und ihre Organisationszugehörigkeit. Und halt beliebige andere Zonen. Ja? Und in diesen Zonen, also hier in der Example-Zone, ja, liegen dann eben persönliche User-Accounts, Service-Accounts, Service-Gruppen, Sudo-Regeln, Benutzergruppen und so weiter. Ja? Und typischerweise gibt es hier eben dann auch spezielle Gruppen für die Rolle eben Zonen-Admin, Zonen-Auditor. Aber wie gesagt, die Baumstruktur ist für die Berechtigung nicht relevant, sondern relevant ist eigentlich sozusagen die ganze Entity Relationship. Und das kann man natürlich nicht lesen, ja, das weiß ich. Ja. Deswegen gibt's da mal einen Auszug sozusagen, den wichtigen Auszug. Ja. Und man muss sich jetzt vorstellen, dass die Berechtigungen sich quasi an diesen ganzen Referenzen abarbeiten. Ja. Das Diagramm ist so zu lesen. So ein Kästchen ist quasi ein Eintrag und die Beschriftung in dem Kästchen ist die sogenannte strukturelle Objektklasse, also sozusagen der Haupttyp von diesem Eintrag. Ja? Und die Pfeile sind praktisch Referenzen auf einen anderen Eintrag und die Beschriftung der Pfeile ist praktisch der Attributname sozusagen, ja? In dem LDAP-Eintrag. Also das heißt, hier gibt es hier gibt es einen Eintrag zum Beispiel für Servicegruppen, ja, und in der Servicegruppe gibt es zum Beispiel ein Attribut AE Login Groups, ja, welches im Prinzip den Namen von dieser Gruppe enthält, also eigentlich den kompletten hierarchischen Distinguished Name, ja, aber der zeigt auf diese Gruppe, ist wie so ein Pointer, ja. So, und letzten Endes ist es so, ein Host zum Beispiel oder auch ein anderer Dienst wie ein Apache oder so, ja, der ist im Prinzip Mitglied in einer Servicegruppe, ja, das heißt hier gibt's eine Mitgliedsrelation, ja, und der muss sich auf jeden Fall authentifizieren, also er authentifiziert sich, das heißt bei seinen LDAP-Zugriffen ist dann diese Identität bekannt und dann arbeiten sich eben sozusagen die ACLs, ja, die Berechtigungen arbeiten sich eben ab sozusagen an diesen Referenzen. So, und das heißt, damit jetzt sozusagen ein persönlicher Benutzeraccount, ja, der die Objektklasse AE User hat, dass der zum Beispiel Login-Recht hat auf diesen Host, muss diese ganze Referenzenkette sitzen. Also der Host ist Mitglied einer Servicegruppe und dann wird hier im Prinzip eine Benutzergruppe referenziert und der User muss eben Mitglied von dieser Benutzergruppe sein. Ja? Und das Ganze funktioniert tatsächlich auf LDAP-Ebene. Ja? Da gibt es keine andere sozusagen Logik oder sowas. Ja? Das heißt, im Prinzip hier die Host-Konfiguration, die enthält tatsächlich keine besonderen Filter oder sonst irgendwas, sondern sie enthält quasi nur die Credentials für diesen Host. Ja, da steht einfach nur drin, binde dich als dieser Host mit diesem Passwort oder mit diesem TLS-Client-Zertifikat, ja, und dann wird der eben praktisch autorisiert auf die jeweiligen Inhalte. Ja. Es muss alles immer explizit sichtbar gemacht werden. Ja, also im Prinzip kann man sagen, also quasi Gruppen werden überhaupt sichtbar gemacht über diesen Pointer
Oder zum Beispiel Sudo-Regeln werden sichtbar gemacht über diesen Pointer. Ja? Und hier gibt's sozusagen noch praktisch die übliche Referenz von der Sudo-Regel eben auf die Benutzergruppe. Das wertet dann hinterher Sudo selbst hier auf dem Zielhost aus. Das heißt, es ist keine feingranulierte, also es ist natürlich feingranuliert im Sinne von, ich habe Benutzer und viele Systeme, viele angeschlossene Systeme und kann dann sozusagen schon mal relativ feingranular zum Beispiel ein Login-Recht setzen, aber es ist natürlich kein, aber sozusagen, wenn der mal Login hat oder so, dann greifen natürlich die Autorisierung auf dem Betriebssystem. Dann setzt natürlich das Betriebssystem ganz klassisch quasi die Berechtigungen gegenüber dem Benutzer durch, wie Datei-Permissions oder so und so weiter. Soweit irgendwie klar? Ja? Okay. Beim Thema LDAP reagieren manche Leute immer sehr, also mit ziemlich viel Allergien und so. Ja? Und eine dieser Allergien resultiert daraus, aus solchen Sachen wie so Schema. Welches Schema nehme ich eigentlich und wie muss ich die Daten befüllen? Und dann gibt es natürlich irgendwelche How-Tos im Internet und die Leute befolgen das einfach und dann funktioniert es aber irgendwie doch nicht und so. Ja? Und deswegen, also es ist immer ein bisschen schwierig rauszufinden, was sind eigentlich standardisierte Schemata, die man irgendwie verwenden kann und welcher Client erwartet jetzt eigentlich welches Schema. Ja? So, und ein großes Ziel auch bei der Entwicklung von dem Schema war, im Prinzip alles out of the box, einfach so diese Standardsachen out of the box einfach zu bedienen. Ja? Das heißt, es gibt zum Beispiel hier drin, also egal wie man sozusagen zum Beispiel so den üblichen NIS-LDAP-Client einstellt, egal ob dieses Schema oder dieses Gruppenschema, er wird seine Gruppen auflösen können. Ja, so, oder das Schema ist auch rückwärts kompatibel zu dem normalen Sudo-LDAP-Schema. Ja? Also das heißt, man muss die Clients nicht groß von der Konfiguration her anpassen. Das funktioniert so ziemlich out of the box. Ja? In den Sourcen gibt es ein ganzes Verzeichnis mit lauter solchen Beispielkonfigurationen, ja, wo man das auch sehen kann, dass es relativ simpel ist. Das System ist, also weil ab und zu gefragt wird, ob man die NetGroup Map unterstützt, ja. Das System ist explizit angetreten, dieses hässliche Konstrukt von NetGroup Maps abzulösen, ja. Also das NetGroups must die ist das Motto, ja. Und ja, genau. Deswegen wird das auch nicht unterstützt. Also dieses Konstrukt mit Servicegruppen und darin sind eben Hosts, ja, und diese ganze Autorisierung, das bildet nämlich genau das ab, was man früher mit solchen gruden Netgroups gemacht hat, die immer ganz schwer eigentlich zu verwalten waren. So, ja, genau. Also deswegen sind sozusagen sämtliche Objektklassen hier in dem AEDIA, ja, sind eben im Prinzip Subclasses, also von Standardschemata quasi abgeleitet. Ja, und haben dann halt noch so ein bisschen Metadaten dazu. Also ich habe noch ganz viele Backup-Folien hinterher für eure Fragen. Ja. Ich mache mal ein bisschen schneller weiter. So, was kann man denn noch damit machen? Also das Übliche ist natürlich, dass man sagt, ja, ich habe jetzt irgendwie hier meinen NSS-Daemon, also egal, ob man jetzt irgendwie das den Fedora SSSD nimmt oder irgendwie den NSLCD oder, ja. Okay, ich kann jetzt irgendwie Linux-Logins machen. Aber meistens hat man irgendwelche Legacy-Kisten irgendwo rumstehen, ja, die sich irgendwie überhaupt nicht integrieren lassen. Also meine Lieblingsdinger sind irgendwie immer so NTP-Appliances oder Krypto-HSMs oder so, die zwar auch irgendwelche SSH-Zugänge haben, ja, aber die sich natürlich überhaupt nicht mit irgendetwas, was eine zentrale Benutzerverwaltung ist, integrieren lassen. Teilweise ist das auch sinnvoll, ja, also man möchte halt eventuell ein Krypto-HSM nicht so verändern, ja, dass die dann wieder dort proprietären Mechanismen verändert werden. Ja, so. Aber man möchte halt unter Umständen doch irgendwie den Zugriff auch ein bisschen zentral schon mal vorregulieren können. Ja, so. Und zu diesem Zweck habe ich auch mitgewirkt, eben, ich sag's jetzt mal, ein SSH-Relay entwickelt. Ja, und zwar ein autorisierendes SSH-Relay. Und der Gag bei der ganzen Geschichte ist, dass
der Benutzer, ja, jetzt irgendwie mit SSH quasi, mit irgendeiner Legacy-Benutzerkennung, will der auf das Zielsystem. Ja? Aber der Zugriff wird gesperrt, also netztechnisch gesperrt. Ja? Das heißt, er muss zwingend über so ein SSH-Relay gehen oder nennt es Proxy oder Jump-Host oder sonst irgendwas. Ja? Im Prinzip ist es einfach nur ein autorisierendes TCP-Relay. Ja? So, was macht er dazu? Er verwendet im Prinzip die Proxy-Command-Direktive beim Aufruf von seinem SSH-Client, die sagt, um dahin zu gelangen, zu dem eigentlichen Ziel hinzugelangen, mach erstmal eine SSH-Verbindung zu dem Proxy auf und ruf auf diesem System ein bestimmtes Kommando auf. Ja, und die normalen Benutzer sind eben, also praktisch die SSHD-Config, die enthält da im Prinzip die Direktive Force Command. Das heißt, alle, die nicht jetzt gerade Proxy-Benutzer sind, ja, die dürfen nur ein ganz bestimmtes Kommando aufrufen. Und dieses Kommando macht eine Abfrage sozusagen an so einen kleinen Check-Daemon. Und dieser Check-Daemon, ja, der fragt im Prinzip genau dieselben Login-Strukturdaten ab, ja, die auch verwendet werden, wie wenn das Zielsystem direkt mit dem AEDIA integriert wäre. Das heißt, man tut so quasi, ja, als wenn das System integriert würde, wäre, ja, legt die ganzen Strukturen an, ja, legt sozusagen den Zielhost an, ja, und hier sozusagen dieses Target, also hier diese Abfrage fragt praktisch die AEDIA-Benutzerkennung, dürfte die sich auf das Ziel einloggen, ja, wenn der Zielhost mit AEDIA integriert wäre. Ja? So, und dann sagt das Ding eben hopp oder top. Ja, und es ist auch so ausgelegt, dass hier zum Beispiel derjenige nicht für beliebige Benutzer fragen kann, wohin die dürfen und so. Hm? Ja? Wenn das Target-System integriert wäre, dann würde das Target-System ja die Setup-Abfrage mit deinem individuellen Service-Account machen. Ja. Ja, ich glaube, ich kenne die Frage. Aber als User auf diesem Jump-Host gehen, wie viele Zielsysteme bedient denn dieser Jump-Host? Denn dann müssen ja im Prinzip alle Service-Account-Credentials irgendwie auf diesem Jump-Host verfügbar sein. Genau, also ich erlaube mir jetzt, die Frage so ein bisschen umzubiegen, ja, also ein bisschen anders zu formulieren, ja, weil es läuft im Prinzip darauf raus, dieses Ding hier, das muss sich ja im Prinzip auch wieder authentifizieren und muss ja auch wieder autorisiert werden, überhaupt Daten zu sehen, ja, so, und der Gag ist eben, dass es quasi auch wieder ACLs gibt, also einmal, du kannst zum Beispiel diese Entität, also diesen Proxy in die Gruppe der Login-Proxys aufnehmen, dann sieht er praktisch alles. Ja, also das heißt, dieses Ding hier, ja, das hat natürlich dann schon die Aufgabe, auch selber die Strukturen zu verfolgen und ja, nein zu sagen. Ja, also das heißt, dieses Ding hier, ja, dieser Check-Daemon, ja, der sieht im Prinzip mehr, als das Zielsystem sehen würde. Ja, also er agiert als Proxy für eine größere Menge von Systemen. Und da gibt es eben eine spezielle Gruppe, entweder global, also du kannst globale Proxys praktisch einrichten, ja, die können einfach alles sehen, alle User und alle Zielsysteme und die dazwischenliegenden Strukturen, ja, aber du kannst auch sagen, warte mal, jetzt gehe ich zurück, ich glaube, das ist nämlich hier drauf, der muss selber die LDAP-Abfragen filtern, ja, der muss die Struktur dementsprechend auswerten. Aber du kannst auch sagen, dass zum Beispiel eine Servicegruppe für eine oder mehrere andere Servicegruppen Proxy sein soll. Ja, das macht dieser runde Pfeil hier. Ja, das ist so eine Referenz auf eine andere Servicegruppe. Also du kannst praktisch sagen, Services in einer Servicegruppe sind Proxy-Services für n andere Services, Servicegruppen. Ist damit die Frage beantwortet? Ja. Aber tatsächlich, also wenn man so eine Proxy-Beziehung hat, ja, dann obliegt diesem System, ja, tatsächlich die Aufgabe, ja, wirklich diese Relation tatsächlich trennscharf auszuwerten.
Ja, so. Und das ist aber, das kann man auch wieder auf verschiedene Arten und Weisen machen, so dass man keine Fehler macht. Ja? Also außerdem gibt es auch eine fertige Python-Bibliothek dafür. Genau, also das ist mal so eine nicht ganz offensichtliche Anwendung von sowas. Ja? Okay. Jetzt, wie ihr alle wisst, also bei diesem Kunden, ja, haben die Leute sich auf Zielsysteme angemeldet, ja, und haben da immer noch mit sudo mussten sie ihr Passwort angeben, ja. So ein Passwort angeben bedeutet natürlich, ich muss noch was sagen. Genau. Ich muss noch zwei Anmerkungen machen, und zwar, in diesem System wird ganz strikt unterschieden zwischen Personen, also einer, der eine Nase hat, ja, sozusagen, und User-Accounts. Personen sind keine User-Accounts. Personenobjekte haben keine Passwörter. Personenobjekte haben keine Login-Credentials. Ja? Sondern man muss zu jeder Person, die man typischerweise sich irgendwo aus dem HR-System synchronisiert oder so, ja, muss man eben ein oder mehrere User-Accounts anlegen. Das heißt, die Leute sind tatsächlich angehalten auch, ja, für verschiedene administrative Aufgaben tatsächlich Schizophrenie zu leben. Ja, also das heißt, die sind vielleicht Zonenadmin und den Account sollten sie bitteschön eben nicht verwenden, um auf irgendeinem PHP Wald- und Wiesenserver sudo mit Passwort zu machen. Ja, weil wenn das Ding geknackt ist, dann wäre auch das Passwort kompromittiert für den Zonenadmin-Account zum Beispiel. Ja, und das ist irgendwie scheiße, weil dann ist der Angreifer schon irgendwie 3 Schritte weiter mit einem Schlag. Ja? So. Und grundsätzlich sind natürlich Passwörter irgendwie blöd, ja, irgendwie, weil Passwörter können irgendwie dann doch irgendwie abgegriffen werden, und Passwörter sind halt im Prinzip langlebige Credentials, ja. Das heißt, wenn sie irgendwo abgegriffen werden, kann man es auch nicht bemerken, ja. Ich finde das jetzt ganz witzig, ihr habt sicherlich alle diese Diskussion gelesen, jetzt praktisch, dass dieser eine Typ, der die alten NIST-Richtlinien geschrieben hat mit Passwort Expiry, dass der jetzt gesagt hat, ja, das war ja doch keine so gute Idee und so, ja. Und jetzt wird überall gesagt, ja, wenn man weiß, dass das Passwort nicht kompromittiert wurde, dann kann man es ja auch länger benutzen. Und dann denke ich immer, ja, wie finden die Leute das denn raus? Oder wie stellen die Leute denn den Status fest, dass ihr Passwort nicht kompromittiert wurde? Ja, das ist dann die große Frage, ja. Also man muss solche konditionalen Nebensätze immer ganz genau lesen, ja, so. Also, von daher, Passwörter können irgendwo abgegriffen werden, ja, und sind deswegen natürlich als langlebige Credentials auch irgendwie gefährlich, ja. Außerdem, genau, also das ist eigentlich so die Hauptmotivation, warum man sich damit beschäftigen will, eben keine langlebigen Credentials zu verwenden, sondern zum Beispiel sowas wie Zwei-Faktor-Authentisierung mit One-Time-Passworts. Ja? Und ich habe vorhin schon mal Compliance erwähnt, ja, die neuen Kreditkartensystem-Richtlinien, da dieses PCI DSS 3.2, die schreiben inzwischen auch vor. 5 Minuten? Frage? Das ist eine philosophische Frage. Ja, also da mache ich jetzt erstmal keinen. Ich glaube, das verschieben wir in den Fragenblock. Ja? Kommst du dann danach nochmal mit der Frage, falls ich es vergesse? Ja? Weil das ist so ein bisschen, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ja? Also auf jeden Fall für Kreditkartendaten verarbeitende Systeme, ja, wird zum Beispiel auch inzwischen vorgeschrieben, dass man da eben keine normalen Passwörter mehr verwendet für administrative Aufgaben, sondern eben One-Time-Passwords. Ja? So, also lohnt es sich damit, sich das mal anzuschauen, wie man das machen könnte. Und wie gesagt, es war jetzt schon eine Architektur da, ja, die hochverfügbar repliziert ist über verschiedene Rechenzentren in verschiedenen Kontinenten und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, wir wollten da auch nicht nochmal ein separates System hinstellen. Ja. Wir wollten außerdem bei dem Ganzen auch die Clients gar nicht verändern. Ja, also das heißt, die Clients waren jetzt schon tausende von Systemen mit integriert, einfach mit hier mit einem LDAP Bind Request, die eine Passwortprüfung machen, ja, und das wollten wir nicht ändern. Ja? Ja,
Aber heb dir die Fragen auf, ja? Ich beantworte dir die alle, aber nicht jetzt an der Stelle. Ja, okay? Gut. Genau, wir wollten die Clients auch nicht ändern. Ja, also wir wollten eben die ganzen Unix-Server so nicht umkonfigurieren auf irgendwas, er sendet noch irgendwie parallelen Radius-Request raus oder sonst irgendwas. Ja, also wir wollten da die PEM-Konfiguration nicht ändern, nicht anfassen. Und dann beschäftigt man sich so ein bisschen damit, ja, und dann kommt man auf den OAuth-Standard. Also bitte nicht verwechseln mit dem OAuth-Standard, ja, das ist immer große Verwirrung, ja, sondern man kommt auf den OAuth-Standard, ja, und da gibt es eben zählerbasierte und zeitstempelbasierte OTP-Generator-Verfahren, ja. Und diese Verfahren, die basieren darauf, dass man praktisch ein Shared Secret hat. Ja, also das heißt, sowohl der Benutzer hat irgendwie einen symmetrischen Schlüssel in seinem Zugriff und kann den irgendwie benutzen, als auch die Komponente, die Authentifizierung praktisch prüfen soll. Ja? So, und Shared Secrets sind immer so eine Sache, ja, wer sich damit beschäftigt, deswegen bin ich auch kein großer Fan von Kerberos, ja. Shared Secrets haben die blöde Eigenschaft, dass sie tatsächlich secret bleiben müssen. Ja, so. Und das ist gar nicht so einfach bei Shared Secrets, ja, weil sozusagen sie werden benutzt, ja, sie müssen irgendwie im Zugriff sein, ja, aber sie müssen eben secret bleiben dabei, bei der ganzen Mimik, ja. So. Und deswegen haben wir da relativ viel Gedanken reingestopft, ja, wie wir wirklich diese Shared Secrets wirklich sicher behandeln können, ja. So. Und dann soll praktisch auch das Enrollment, also dieser Schlüsselaustausch von diesem Shared Secret, ja, das soll eben auch auf eine hinreichend authentisierte Art und Weise, ja, und auch autorisierte Art und Weise stattfinden, ja. Also auch das muss man sicher machen. Na, und dann wünscht sich natürlich jeder, dass es auch noch leicht zu handhaben ist, ja, so, das ist ganz klar, ja, der Wunsch kommt immer. So, was wir damit gemacht haben, ist, einmal haben wir jetzt gesagt, okay, wir wollen keine neuen Backends dahin stellen, wir wollen keine Radio-Server und auch keine weiteren Zwei-Faktor-Authentisierungsdatenbanken hinstellen, ja, sondern wir wollen das alles in den ohnehin schon vorhandenen LDAP-Servern halten, diese Daten da drin halten, ja. Und man hat sich dazu entschlossen, das Ganze mit YubiKeys zu machen. YubiKeys, das Innovative an den YubiKeys war, dass sie sich im Prinzip im normalen Betrieb, wenn man sie einfach ansteckt, ja, wie eine Tastatur verhalten und man tapst einmal so drauf, ja, und das Ding generiert einem OTP. Und das ist halt irgendwie hübsch, ja, weil einmal hat man irgendwie das Shared Secret im Prinzip in der Hardware, wo es nicht mehr ausgelesen werden kann, ja, wenn man es da mal reingebracht hat. Und zweitens kann es einfach schnell benutzt werden. Also das heißt, man muss nicht irgendwo ein OTP ablesen. Wer hat schon mal RSA Secure ID verwendet? Ein furchtbares System, ja, es ist auch praktisch fast nicht zu managen, ja, also ich habe irgendwie mal in einem großen Konzern so Sachen gemacht, ja, wo die Leute wirklich 15.000 Secure-ID-Tokens von Hand gepflegt haben, ja, war ein Externer, der nichts anderes gemacht hat als nur das. Ja, also die haben dann auch hinterher irgendeine krude LDAP-Anbindung gehabt und sonst irgendwas, aber furchtbare Software. Also wie eigentlich alles aus dem Haus. Ja. Okay, so. Also das heißt einmal, wir wollen das alles in die LDAP-Server packen, ja, wir wollen YubiKeys benutzen, ja, und das Ganze soll auch noch einen sicheren Enrollment-Prozess haben. Ja, okay. Ich fange mal mit der Architektur an. Dadurch ändert sich die Architektur etwas. Und zwar, ich erinnere nochmal an diese rote Linie. Die Consumer-Repliken, das sind tatsächlich nur Lese-Consumer, ja. Das sind im Prinzip die, auf die alle angeschlossenen Systeme direkten LDAP-Zugriff haben. Ja, so. Und die Provider sozusagen, ja, das sind Systeme, wo man überhaupt schreiben kann. Ja. Und der YubiKey von Haus aus, der kann nur dieses zählerbasierte OTP-Verfahren. Das heißt, man muss in dem Validierungs-Backend auch den Zähler hochzählen. Also bedeutet es, der eigentliche OTP-Validator, der kann eigentlich im Prinzip nur auf den Providern laufen. Ja, also nur da kann im Prinzip der Zählerstand dann aktualisiert werden. Ja, und jetzt funktioniert die ganze Mimik so. Da kommt irgendein angeschlossenes System, möchte sozusagen Benutzername und Passwort plus OTP prüfen.
und sendet das wie gehabt in einem LDAP Simple Bind Request an den Open LDAP Server. Und in diesem Open LDAP Server, der ist so konfiguriert, dass er über ein Unix Domain Socket das an einen externen Listener ausleitet. Und dieser entscheidet jetzt anhand der Daten, die dem Benutzeraccount zugeordnet sind, also der guckt in den Benutzeraccount und sagt, ist dem ein OTP-Token zugeordnet? Wenn ja, leitet er im Prinzip diesen Simple Bind Request 1:1 weiter an den Provider und auch der leitet den wieder aus an eben diesen OTP-Validator und nur dieser OTP-Validator hat Leserechte auf das Attribut, in dem das verschlüsselte Shared Secret drin steht. Und auch nur dieser OTP-Validator hat den Schlüssel, um dieses Shared Secret zu entschlüsseln. Ja? So, und damit kann man das so ganz gut hochverfügbar auch implementieren. Ja? Also wieder diese zweistufige Struktur. Ja? Ich gehe einfach davon aus, der hier kriegt irgendwie mehr Schmutz ab, falls irgendwelche Clients da unten gehackt sind, ja? Wird der auch unter Beschuss genommen. Ja? Deswegen enthält der noch nicht mal die Shared Secrets. Ja, also die Shared Secrets werden nur auf den beschreibbaren Providern mit Multi-Master-Replikation repliziert, ja, aber eben nicht auf die Consumer repliziert. Genau. So, und wie geht das Enrollment? Bei dem Enrollment haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass A, der Benutzer es nicht allein machen kann. Weil das muss irgendwie authentifiziert werden. Ja, und eine reine passwortbasierte Authentifizierung war uns zu schwach. Also so dieses übliche, ich logge mich mal mit meinem Account ein und dann drücke ich da Enable Two-Factor Authentication und kriege dann so einen QR-Code, das Shared Secret im Klartext angezeigt. Ja, das fand ich alles super hässlich. Ja, so. Also das heißt, und insbesondere, also erstens, der User soll es nicht alleine einfach machen sollen, sondern er soll stärker bei dem Enrollment nochmal stärker authentifiziert werden. Ja? Und das Zweite, das Benutzerpasswort und das Shared Secret soll nie gleichzeitig, außer in einem OTP-Validator ganz, ganz weit hinten, soll nie gleichzeitig im Klartext auf einem System vorliegen. Ja? Und wie erreicht man das? Der Benutzer geht zu einem OTP-Admin, der sitzt typischerweise irgendwo im Team und dieser OTP-Admin hat das Recht, ja, im Prinzip LDAP-Einträge, diese Token-Einträge zu initialisieren. Und initialisieren heißt nichts weiter als entfernen das Shared Secret, falls eins drin ist, ja, und setzt den HOTP-Zähler auf null. Ja. Und außerdem sozusagen setze ein temporäres Passwort. Ja, also ein Passwort, was nur 10 Minuten lang gültig ist, sozusagen. Und zwar, und jetzt nicht in dem Benutzereintrag, sondern in dem Token-Eintrag. Ja? So, also, der will eins haben, der geht auf so eine kleine Web-Oberfläche, ja, sozusagen, und dann wird eben hier in den LDAP-Provider wird eben der Token-Eintrag resettet und mit einem temporären Passwort versehen. Ja? Und dieses temporäre Passwort wird einmal, der erste Teil wird via E-Mail an den User geschickt, so dass der OTP-Admin nicht selbst etwas tun kann, also alleine tun kann. Ja. Und im Prinzip der zweite Teil wird dem Benutzer quasi von dem OTP-Admin ausgehändigt. Und er händigt ihm außerdem so einen Enrollment-Client aus. Das ist im Prinzip sind das so zugenagelte Laptops, ja, Festplattenverschlüsselung nochmal mit YubiKey starten, bla 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 und so weiter. Ja. Da haben sich die Kollegen sehr viel Mühe gegeben, ja. Und da startet im Prinzip einfach nur ein Python-Skript, ja. Und bei diesem Python-Skript, ja, das fordert den Benutzer dann einfach auf, ja, steck jetzt deinen YubiKey rein, deinen neuen oder schon vorher mal beschlüsselten, ja. Und gebe eben den ersten und zweiten Passwortteil ein. Und dann sendet der Enrollment-Client letzten Endes, meldet sich via LDAP, der macht tatsächlich hier wieder einen LDAP-Zugriff, ja, praktisch irgendwie mit dem Passwort 1 und 2 Teil. Ja. Und dann ist das Token selbst mit dem temporären Passwort ist berechtigt, dann das Shared Secret zu setzen und den Zähler zu setzen. Also damit sozusagen wird die Enrollment Workstation auf dieser LDAP-Verbindung, ja, autorisiert, ja, eben das Shared Secret zu setzen. Das heißt, auf dem Enrollment Client wird das Shared Secret erzeugt, neu gewürfelt, ja, und unmittelbar verschlüsselt mit einem Public Key
dessen Private Key eben nur der OTP-Validator hinterher hat. Ja, sozusagen. Und dann geht hier im Prinzip schon das asymmetrisch verschlüsselte Share-Secret raus, ja, und eben das Token ist dann initialisiert in dem Moment und kann auch sofort benutzt werden. Genau, genau. Die haben das dann so verschickt in ihre Standorte und so, ja. Ich meine, das sind handelsübliche Laptops, ja. Nur, dass die halt irgendwie so konfiguriert sind, dass sie halt irgendwie, naja, so ein bisschen so BIOS-Passwort gesetzt und sonst irgendwas. Also man könnte schon hacken, ja. Also wenn man kriminelle Energie hat, also wenn man das Ding in die Finger kriegt, ja, dann ist es letzten Endes auch kompromittiert, ja. Das heißt, der OTP-Admin, der wird das schon ein bisschen so auch beaufsichtigen. Also er gibt das jetzt nicht irgendwie jemandem über Nacht raus, ja, sondern er sagt halt, komm, ich stell dir das hier hin und jetzt machst du das, ziehst du das einmal durch und so, ja, und dann nimmt er das wieder und legt es bei sich in den Schrank. Ja, also physische Sicherheit ist ja nochmal ganz was anderes, ja. Also man verlässt sich da so ein bisschen auf den organisatorischen Ablauf dann natürlich. Ja, also das, ja, genau. Aber man muss sowas haben halt, ja. Ist auch nicht deswegen, weil das Ding jetzt so Hightech-mäßig ist und nochmal irgendwie als HSM zugenagelt oder sonst irgendwas, sondern dass halt einfach die Software so da drauf ist, ja, sozusagen, und niemand irgendwas installieren muss, ja, dass die Dinger einfach so ready to use sind für genau diesen Use Case, ja. Genau. So, Architektur habe ich schon erklärt, ja. Okay, Conclusions, ja, also, einen großen Nachteil hat natürlich Autorisierung, es frisst CPU-Zyklen. Ja, also erstmal kann man sagen, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, ich habe auch einen zweiten Kunden, der nicht ganz so groß ist, der hat irgendwie nur so 1000 Systeme oder sowas. Ja, irgendwie so, die machen so Big Data und so. Ja, und was mich natürlich ein bisschen mit Befriedigung erfüllt ist, dass die Leute immer zu mir kommen und sagen, ja, aber kann man jetzt auch das und das machen, die Berechtigung abbilden und blablabla bla, bla, ich finde es ganz gut, dass ich immer irgendwie ein Modell finde, ja, wo das ganz gut reinpasst, ja. Also, das hätte ich selber erstmal nicht gedacht, ja. Also, dass dieses eigentlich relativ fixe Schema von Servicegruppen, Benutzergruppen und Benutzern und so, dass das eigentlich sogar verdammt flexibel ist, ja. So. Also, es funktioniert so ganz gut, ja. Und man hat wirklich so diese eingeschränkten Sichtbarkeiten eben von Benutzern, ja. Es ist natürlich so ein bisschen anstrengend für die Leute. Also die Leute müssen es natürlich schon ein bisschen verstehen, wie sie Strukturen bauen. Ja, sie können natürlich auch Strukturen bauen. Jeder darf irgendwie alles sehen. Es geht natürlich da drin auch. Ja, klar. Aber dann muss man es halt explizit machen und sich dafür entscheiden. Ja, und manchmal sind natürlich auch die Diskussionen so ein bisschen, ja, also Unternehmen sind halt unterschiedlich. Ja, aber sie können praktisch alles da drin abbilden und das befriedigt mich schon mal sehr. Ja. Aber man muss natürlich irgendwie, es ist erklärungsbedürftig. Ja? So, aber die ganzen ACLs und so, ja, die sind natürlich ziemlich komplex und die fressen ziemlich CPU. Ja? Und erstmal haben wir da erstmal nur mehr Hardware draufgeschmissen, ja, sozusagen. Ja? Also für diese 15.000 Systeme. Das Blöde ist, dass die teilweise auch so Sachen hatten, da kamen 3.000 Systeme alle auf einmal und haben irgendeine Sudo-Regel abgefragt oder sowas. Ja? Da kann man auch noch clientseitig jede Menge optimieren und so, dass das also gerade nicht alle so in einem Peak kommen, irgendwie 3.000 Maschinen auf einmal. Ja? Und ja, kann man auch viel machen. Ja, aber klar, es frisst erstmal Performance, ja. Und falls natürlich irgendwas schief geht, ja, also wir machen ja alle so heutzutage so DevOps und so, und DevOps ist ja irgendwie, man kann sich auf 1000 Systemen gleichzeitig ins Knie schießen, ja. Falls irgendwas halt schief geht oder so, ja, dann muss man sich schon irgendwie eventuell noch irgendwelche Fallback-Logins überlegen oder sowas, ja. Wobei ich ganz gut fand, dass das eine Team ist sehr sicherheitsbewusst und da hat mir der Teamleiter irgendwann mal gesagt, okay, wir haben jetzt die Notfalllösung komplett abgeschaltet, es läuft ja. Ja, und also so nach 2 Jahren, ja, sozusagen, das fand ich dann auch irgendwie ziemlich cool. Ja, also letzten Endes haben die gar nicht Gebrauch davon gemacht und haben dann gesagt, Notfalllösungen sind auch ein zusätzliches Risiko, schalt mal ab, das Ding funktioniert. Ja. Ich baue manchmal immer noch natürlich an diesen ganzen Open-LDAP-Konfigurationen rum. Ja, der Open-LDAP-Kernentwickler, der Howard Chu, hat irgendwann mal gemeint, oh, this is a shitload of ACLs. Ja, und er hat eigentlich nur die kleinere Consumer-Konfiguration gesehen gehabt. Ja, und von daher ist es natürlich ziemlich
heftig, ja, da sozusagen Dinge dran zu ändern. Ja? Also das heißt, es braucht wirklich so eine Art Regression-Testing und so weiter und so fort. Ja? Da bin ich auch noch nicht ganz dort, wo ich hin will mit der Testabdeckung und so. Ja? Also man muss wirklich verdammt aufpassen, dass man sich nicht hinterher wieder irgendwelche Löcher reinbaut, ja, und ein Versprechen, was man vorher mal gegeben hat, wieder verletzt. Ja? Also, und natürlich gibt es eine wahnsinnig lange To-Do-Liste, ja, auch ziemlich komplex, und mal sehen. So, und ja. Also ich habe im Moment noch keine Kunden, die NFS dranhängen haben, aber es ist dafür ausgelegt. Ja. Also die Frage war, ob ich einen Kunden habe, der da NFS mit verwaltet oder so. Nee, habe ich im Moment noch nicht. Ja. Und genau, also ja, aber da sage ich immer, schickt mir eine E-Mail, ja, also ich helfe euch auch irgendwelche Sachen aufzusetzen, ja, und dann muss man halt mal gucken, was man so hinkriegt. Ja. Aber ich persönlich bin auch kein Kerberos-Fan, muss ich ehrlich sagen, können wir nachher mal diskutieren. Okay, aber worauf ich eigentlich jetzt noch raus will, ich will das ganz kurz halten hier, das System hat schon alle möglichen Daten, also von Hosts, ja, und das Schema enthält auch schon so Sachen wie Netzwerk-Devices und so weiter und so fort. Ja? Und eine der Dinge, die ich immer sehe, ist, dass zum Beispiel so IP-Adressvergabe oder Hosts in Netzwerke aufnehmen oder so, dass das eigentlich auf eine ziemlich hemdsärmelige Art und Weise so autorisiert wird. Ja? Und das heißt, dieses ganze Motto mit dieser delegierten Benutzeradministration, ja, das ist jetzt hier schon ziemlich konsequent durchgezogen. Und der nächste Plan, ja, wenn ich jetzt noch jemanden überzeuge, das dann auch zu machen, ja, der nächste Plan ist eben, das auch noch durchzuziehen in praktisch eigentlich auch ein delegiert administriertes System und Netzmanagement. Also das heißt, dass dieselben Daten eigentlich verwendet werden, zum Beispiel Network Access Controls zu machen, ja, auf radiusfähigen Switches, ja, oder dass man auch diesen ganzen Fu mit irgendwelchen separaten DHCP-Datenbeständen und sonst irgendwas, ja, dass man den einfach loskriegt, weil da schon alles drin ist, ja. Genau, und was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist zum Beispiel so ein Dynamic Inventory Script, ja, dass man zum Beispiel die Hosts, die da drin sind, ja, auch schon in Ansible zum Beispiel als Inventory Hosts verwenden kann. Genau, das war's schon. Ja. Soweit. Gibt's Fragen? Oder also soll ich eine Demo zeigen? Ja, Cornelius? Mhm. Es gibt ein Web-UI, ja. Ja, ich zeig's dir. Ja, ich zeige euch das einfach. Ich gehe nochmal auf die Architektur hier zurück. Ja, hier gibt's sozusagen, das ist eines meiner Open-Source-Projekte. Ja, irgendwie, das Ding fühlt sich so ein bisschen 90er-mäßig an, ja, weil irgendwie ich bin da irgendwie auch irgendwie totaler HTML-Purist und so. Also gibt's keine einzige JavaScript-Zeile drin und so. Ja, von daher wird das manchmal so ein bisschen, das sieht aber unsexy aus. Aber ich zeige euch das gleich mal. Hatte ich mal drin, habe ich aber wieder rausgeschmissen. Habe ich wieder rausgeschmissen. Die sahen echt scheiße aus. Ja, also genau. Aber auf jeden Fall, aber was wichtig ist, ja, also ich habe mal einen ganzen Vortrag über das Web2LDAP auf der LDAPCon gehalten, ja, und das Wichtige ist, das Motto von Web2LDAP ist eigentlich nicht irgendwelche Dinge, nicht Berechtigungen oder Constraints gegenüber dem Benutzer durchzusetzen. Also ich wurde da oft schon gefragt, ja, aber kannst du einschränken das, ja, so, dann sage ich, nein, das sollst du da hinten über Berechtigungen in dem OpenLDAP-Server machen. Ja, also so, weil dann sind die Eigenschaften sozusagen sind gleich, egal ob der hier einen LDAP-S-Bulk-Zugriff macht, ja, oder eben einzeln hier über die Web-Oberfläche die Dinger pflegt, ja, die sind gleich, ja. Also das soll konsistent sein, ja. Ich meine, es gibt kleine Unschärfen, muss ich zugeben, ja, weil im Prinzip manche Sachen hier nicht mächtig genug sind bei den Constraints. Da habe ich mir auch schon teilweise mächtig die Ohren verbogen. Aber im Prinzip ist das Motto wirklich
egal, alles, was du auf LWS machen darfst, darfst du auch hier über das Web-UI machen. Ja? Also ich kann euch das mal zeigen. Also ihr könnt da übrigens auch selber drin rumspielen. Ja, also demo.aedir.com, also aedir.com ist die, ja, und hier oben gibt's so ein Demo-Ding. Ja, und hier unten kriegt ihr auch erklärt, wie ihr direkt mit Kommandozeilen-Tools drauf zugreifen könnt. Ja, und hier könnt ihr halt direkt aufs Web-Interface. Ja, und da habe ich im Moment praktisch so Logins hinterlegt. Ja, mit dem berühmten Passwort Correct Horace Horse Battery Stable. Ja, das dürfte jedem XKCD-Leser bekannt vorkommen. Ja, und genau, da kann man jetzt einfach draufklicken, ja, und dann sieht man hier oben, ja, also hier sieht man, aha, das ist die Benutzerkennung AEAD, ja, und da einfach in dem Description-Feld, dass das eben ein AE-Admin ist, ja. Genau, hier kann man zum Beispiel sich Baumstrukturen angucken, ja, wir können jetzt mal reingucken, was zum Beispiel da, also so sieht ein Benutzer-Account aus, ja. Der Benutzeraccount ist eben verknüpft mit der Person. Ja, das ist jetzt hier alles so ein bisschen gedrängt, ja, damit ihr so, aber könnt ihr das auch noch lesen? Ja, so? Okay. Ja, hier seht ihr zum Beispiel, ja, das ist jetzt hier, ist praktisch der Link rüber zu dem Personenobjekt, ja. Ja, die so die üblichen Attribute drin, ja, irgendwie, die aber auch je nachdem, je nach Verknüpfung zwischen der Servicegruppe und der Benutzergruppe sichtbar gemacht werden. Also zum Beispiel defaultmäßig sehen nicht alle Systeme oder nicht alle Servicegruppen zum Beispiel die E-Mail-Adresse und den Namen, ja, sondern eher eingeschränkt. Ja. Dann halt hier so Metadaten, zum Beispiel auch Ticketnummern, finde ich immer super wichtig, ja. Warum wurde der Benutzer überhaupt angelegt, ja? Das macht Auditoren happy, ja. Also wenn ihr irgendwie intern euer Jira oder sonst irgendwas einen Issue-Tracker habt, ja, tragt hier einfach die ID ein, ja. Und man kann da auch einen direkten Link hinterlegen und konfigurieren, dass das dann gleich auch aufgelöst wird. Und dann kommt er mit dem nächsten Klick dahin, ja. Und, genau. Also hier ist eine Person kann eben auch wieder einem Department zugeordnet werden. Da gibt's, also ich habe hier jetzt noch nicht viele Daten drin. Ja? Ihr könnt selber mal mit dem Ding rumspielen, ja? Also ihr habt da Schreibrechte, ja. Wenn es allzu doll treibt, spiele ich halt ein Backup ein, ja, sozusagen, aber ihr könnt da einfach drin rumklicken, mal und ausprobieren und so. Und wenn ihr irgendwas nicht versteht, mir dann auch einfach eine E-Mail schicken. Ja? Also, okay. Gut, Moment, gehen wir nochmal. Zum Beispiel hier auf die Users, welche gibt es denn da alle? Zum Beispiel hier. Jetzt sieht man hier zum Beispiel, der Benutzer ist in der Gruppe Test-Users. Ja? Und dann kann ich zum Beispiel mal gucken, wo auf welchen Servicegruppen hat zum Beispiel die Test-Users-Gruppe denn Login-Recht. Ja? Und da sieht man zum Beispiel hier zwei von diesen Servicegruppen. Ja? Jetzt gucken wir ganz kurz mal. Ah, jetzt habe ich dem... Wir setzen dem einfach mal ein Passwort, weil ich das nämlich garantiert nicht mehr wusste. Ja, so, jetzt kann man zum Beispiel auch einfach mal machen LDAP Search. Jetzt mache ich mal das, was der Host machen würde. Ja. So. Also man kann übrigens entweder den vollen DN nehmen, ja, aber der enthält leider eben auch als Namensbestandteile eben die Servergruppe und die Zone. Und da das ein bisschen blöd ist, wenn man die Sachen umstrukturieren will, gibt es da auch so ein intern konfiguriertes Mapping mit so einem Shortbind-DN, ja, der praktisch baumunabhängig ist. Ja, also wo sozusagen hier nur Host und dann praktisch dieser Hostname, ja. So, und dann kann der einfach mal, ah, Moment, ich muss hier noch natürlich noch angeben, die richtige Suchbasis angeben. So, und dann seht ihr im Prinzip hier die Dinge, die der sehen kann. Ja, jetzt suche ich mal gezielt nach UID ist gleich, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo waren wir denn vorhin? Ah, ja, ja. Aber wir gehen nochmal hier hin und gucken mal, was sind denn die Login-Gruppen? So die Members, ja, okay. Jetzt suchen wir zum Beispiel einfach mal nach dem Thesus, ja. Hallo, wieso hat er jetzt... Ah! Ja, okay, alles klar.
habe dem aus Versehen gerade nochmal ein anderes Passwort gesetzt. Ja, sorry. Also ihr seht, das ist richtig live. So, wo hat er Login-Gruppe? Das waren die Test-Hosts. Da möchte ich hin. Und da möchte ich nochmal ein Passwort setzen. Zack. So. Ja, jetzt sehe ich den Benutzer-Account hier. Ja, den sehe ich jetzt. Ja. Und jetzt nehme ich den zum Beispiel einfach mal, diesen Benutzer-Account, aus dieser Gruppe raus. Ja. Das heißt, von diesen ganzen Entity-Relationships nehme ich den jetzt sozusagen da raus und ich sehe ihn auch nicht mehr. Ja. So, und letzten Endes diese LDAP-Abfrage, diese simple, ja, ist wirklich das, was der Host eigentlich macht. Ja, also mehr konfiguriere ich da nicht ein. Ja. Und es gibt hier, wie gesagt, halt ein ganzes Verzeichnis, ja, mit lauter solchen üblichen kleinen Konfigurationen, ja, und wenn man sich da halt mal zum Beispiel so eine SSSD-Conf anguckt, ja, dann seht ihr hier unten, ja, dass der quasi keine besonderen Filter hat oder sowas, ja, sondern der hat einfach nur die Suchbasis, ja, und fertig. Ja, und hier oben halt, wie er sich bindet. Genau, so, und jetzt habe ich ja gesagt, wie viel Zeit haben wir denn noch? Also wenn ihr noch Lust habt, kann ich auch noch Fragen beantworten. So. Okay, also wie häufig soll man Passworte ändern? Ja. Genau. Ich würde immer sagen, es kommt drauf an. Und meines Erachtens ist natürlich so, die üblichen Sachen mit Passwortalterung, von wegen, du musst es nach 90 Tagen ändern oder so, ist natürlich, wie soll ich sagen, es ist ein Kompromiss, ja, weil man muss, also Unternehmen müssen sich typischerweise solche Sicherheitsrichtlinien geben, ja, und da ist dann eben auch, wie oft muss man sein Passwort wechseln, ja, so, und dann wird halt alles über einen Kamm geschoren und gesagt, alle 90 Tage. Ja, und da würde ich sagen, das ist für manche Sachen ist das viel zu kurz und für manche Sachen ist es viel zu lang. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ja, wenn ich im Zug sitze, ja, und gebe Passwörter von Hand ein, ja, dann können Leute einfach nebendran sitzen, das mit ihrem Smartphone mitfilmen, ja, und hinterher in Zeitlupe angucken, wie mein Passwort aussieht. Ja, das heißt, was ich damit sagen will, ist einfach, jedes Mal, wenn ich das Passwort eingebe, wenn ich es benutze, und das ist eben bei jedem Credential so, wenn ich es benutze, das heißt, ich habe es im Zugriff und ich muss es womöglich noch sichtbar irgendwo eingeben, das Passwort, ja, würde ich jetzt mal sagen, nutzt es sich ab. Ja, also im Sinne von es könnte kompromittiert worden sein und ich weiß es einfach nicht. Ja, ich habe mich nicht umgeguckt im Zug, ja, ob hinter mir jemand irgendwie durch die Armlehnen, durch die Rückenlehnen durch gefilmt hat. Ja, ich kann es nicht wissen. Und deswegen ist genau dieses, ja, wenn es nicht kompromittiert ist, muss man es auch nicht ändern. Das ist so eine sehr vage Vorgabe. Das heißt, je mehr ich es öffentlich eingeben muss, ja, desto häufiger sollte ich es eigentlich wechseln. Ja, klar, Videoüberwachung. Ich meine, also es gab ja auch war das nicht auch auf dem heißen News-Ticker, diese eine Bank, die gehackt worden war, wo die Videokameras gehackt worden waren und die Videokameras zeigten genau auf sozusagen die Filialsysteme, auf die Tastatur der Filialsysteme, ja, und die Hacker haben im Prinzip die Passwörter mitgefilmt. Ja, und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass die eine Sicherungsmaßnahme die andere Sicherungsmaßnahme kompromittiert, ja. Also deswegen muss man immer sozusagen das Ganze betrachten. Ja, und dann sind wir natürlich auch wieder dabei, dass OTP-Sachen auch ziemlich cool sind. Ja. Genau, also wenigstens da nicht, ja. Oder aber auch zum Beispiel.
Genau, okay. Der Nitro-Key, ich habe den ausprobiert. Also der Nitro-Key ist halt ein klassisches Krypto-Token. Das heißt, oder auch mit einer kleinen Applikation, die dann zum Beispiel TOTP-Werte erzeugen kann. Und das Problem, was ich beim Nitro-Key sehe, ist einfach, du brauchst wieder auf deiner Maschine, auf der du es benutzt, proprietäre Software. Ja, und dann war dann irgendwie, ja, wir haben hier zwar ein Ubuntu PPA-Repo, aber das passt dann nicht auf meine Ubuntu-Version und sonst irgendwas. Das heißt, du bist wieder bei dieser ganzen, ich muss irgendwie Krypto-Tokens integrieren, Hölle. Ja, so, also ich brauche wieder irgendwelche proprietären Treiber und die müssen auf allen meinen möglichen Clients funktionieren und so weiter und so fort. Ja. Und das finde ich das Schicke bei dem YubiKey, ja, dass du halt im Prinzip nichts Proprietäres brauchst, weil in der normalen Nutzung verhält sich das Ding halt als Tastatur. Ja, verstehst du, ich will gar nicht abstreiten, dass Leute schon den Nitro-Key genau dafür zum Einsatz gebracht haben, erfolgreich, ja. Nur bist du sozusagen in der Abhängigkeit, dass du halt irgendwelche Software brauchst, die den Nitro-Key korrekt ansteuert. Ja? Und das YubiKey ist halt einfach ja, eine Tastatur. Cornelius? Magst du mal das Mikro haben? Hat der mir da eigentlich irgendwie den Job des Mikro im, den Leuten? Windows. Ich mache Umgebung unterwegs. Wir haben im Prinzip Smart Cards ausgerollt und auf drei Prozent der Kreis haben. Genau. Test. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote nochmal erzählen soll. Also im Prinzip, erfahrungsmäßig halt immer, wenn du Treiber hast, wird es halt irgendwie ein bisschen schwierig, ja. Und also die Anekdote war, in einem früheren Leben, ja, habe ich auch irgendwie in reinen Windows-Umgebungen Smartcard-Lösungen ausgerollt und die, was habe ich erzählt? Genau, also im Prinzip der Hersteller hat super Treiber mitgeliefert für die Smartcards, alles wunderbar. Das waren alles irgendwie unternehmensspezifische Clients und aus irgendeinem komischen Grund funktionierte es trotzdem auf 3% der Clients nicht. Weil ja, vielleicht irgendwie der Virenscanner sich Dicken anders verhalten hat oder was auch immer. Also, und halt immer, wenn du Treiber im Spiel hast für irgendwo diese Geschichten, kannst du dir halt Probleme einhandeln. Das ist einfach das. Genau, also klar, also er hat jetzt schon den guten Fall geschildert, ja, ich kann Anekdoten erzählen, ja, wo ich, also ich mache ja viel PKI-Kram und so, und da war auch immer so PKI mit Smartcards, jeder User hat seine Smartcard, ja, und ich habe so viel Scheiße abstürzen sehen, ja, irgendwie, wo die Treiber eben nicht so toll waren, ja, oder dann haben die Leute auf einmal einen leicht anderen Reader oder sonst irgendwas, ja, und irgendwas funktioniert nicht und blockt und stürzt ab oder sonst irgendwas, ja, und der Hölle kannst du sozusagen durch diese Tastaturintegration, das ist wirklich innovativ gewesen, ja, durch diese Tastaturintegration eben entgehen. Ja. Aber Stichwort proprietär, soweit ich weiß, ist die Firmware von dem YubiKey ja auch nicht Open Source. Ja, das stimmt. Und ist das dann nicht? Aber die Ansteuerung ist frei verfügbar. Okay. Also es gibt, also wir benutzen da so ein Python-Modul von Yubico, um zum Beispiel diese ganzen Sachen da drauf zu beschlüsseln und das Ding zu schreiben. Okay. Cornelius wahrscheinlich auch, oder? Benutzt das auch, ja. Eines der Probleme mit Client-Zertifikaten, also Smartcards ist ja letztlich sind Client-Zertifikate. Eines der Probleme ist noch, dass die Codepfade, die das nutzen, in der Praxis signifikant weniger getestet sind. Also da wird man sich wahrscheinlich auch die Angriffsfläche der Server deutlich vergrößern, wenn die Server dann irgendwelche Zertifikate, die da präsentiert kriegen, parsen müssen. Also ein Großteil der Lücken, die in OpenSSL und in den diversen SSL-Implementierungen immer wieder hochploppen, da ist halt ein signifikanter Teil davon, betrifft halt immer die Client-Zertifikat-Implementierungen, die halt den ganzen Krempel parsen müssen. Ja, also ich meine, also ich sag's mal so, klar, also das OpenSSL-Projekt wurde unglaublich dafür gescholten, ja, im Prinzip jetzt für die Bugs, die da kamen, ja, und
aber das hat auch was bewirkt. Ja, und es hat was bewirkt, dass zum Beispiel das Projekt einfach inzwischen gut gesponsert wird. Ja, und da muss ich auch sagen, zum Beispiel dieser Fork LibreSSL und dann sagen, ja, wir machen jetzt die Welt viel besser und so weiter. Und das vorher war ja alles scheiße und dieses Bashing, da muss ich einfach sagen, das ist vergebliche Liebensmühe. Eigentlich war es viel besser, ja, das OpenSSL-Projekt jetzt richtig zu sponsern, ja, und eben die Ressourcen da drauf zu geben, ja. Und man kann auch sehen, dass seit dem Heartbleed-Bug, ja, unglaublich viel passiert ist, ja. Wo sich dann viele wieder beschweren, jetzt ist aber nicht mehr rückwärtskompatibel oder so, ja, weil die ganz viele so C-Funktionen rausschmeißen, ja, die halt so, naja, so Workarounds drumherum waren und so, ja, aber da tut sich echt irgendwas, ja, also so, und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man halt, naja, klar, also die Tatsache, dass etwas im Source vorliegt, bedeutet nicht, dass es korrekt ist, ja, so, und das heißt, man muss die Ärmel hochkrempeln und Arbeit tun, ja, das ist bei allem so, ja. Also ich hätte jetzt noch eine Frage zu LibreSSL und zu Antivirensoftware, aber ich bin nicht sicher, ob das hier hinpasst. Das kann man ja dann. Das machen wir nachher draußen beim Bier. Aber ich würde noch ganz gerne auf die Frage mit dem Kerberos eingehen. Ja? Ich bin kein großer Fan von Kerberos und zwar deswegen, weil es halt auf Shared Secrets basiert. Ja, das heißt, wenn man sich den Host-Key im Prinzip klaut, ja, also weil zum Beispiel die KeyTab, die Server-KeyTab im Backup gelandet ist, ja, und irgendjemand anderes im Prinzip Zugriff auf diese KeyTab bekommt, ja, was den meisten Leuten nicht klar ist, ist, dass man sich dann wirklich als beliebiger Benutzer, als beliebiger Client an dem System impersonieren kann, wenn man seinen Shared-Secret kennt. Ja, weil sozusagen das Geheimnis des, also, dass eben das Shared Secret geheim ist, ist die Basis für die Authentizität, ja, auch des Session Tickets, ja. Und deswegen bin ich da gar kein großer Fan von, ja. Und ja, genau. Aber da müsste man jetzt Kerberos eigentlich ein bisschen in Schutz nehmen, weil die Alarmas von 1982 echt Probleme hatten, weil irgendwie drei Türen weiter RSA eingebildet wurde, was aber im Prinzip proprietär unter Lizenz gestellt wurde. Ja, und man muss halt natürlich auch sagen, dass damals, als Kerberos entwickelt wurde, also da möchte ich auch echt fair sein, ja, weil es war in den 80er Jahren oder sowas, ja, und damals wäre zum Beispiel etwas basierend auf asymmetrischer Verschlüsselung performance-technisch noch nicht so möglich gewesen, ja, also sie haben damals schon das Richtige getan, aber viele Leute kommen zu mir und sagen so, ah, das ist doch alles scheiße, was du da machst mit dem LDAP und so, ja, mach doch Kerberos, ist alles viel besser, ja, und aber sie kennen nicht die ganzen Implikationen, die das Ding hat, ja, also du musst nämlich auch wirklich die Datenbank dementsprechend geschützt halten und so weiter und so fort, ja, und letzten Endes hast du nur auch in dem Kerberos KDC nur ein einziges Stash-File, wo das Master-Secret drin liegt, mit dem alle Schlüssel verschlüsselt sind, ja, also ich bin nicht so begeistert. Also ich habe mich jetzt noch nicht so lange mit Kerberos beschäftigt, ich habe mich da selber erst vor ein, zwei Jahren ungefähr angefangen reinzuknien. Das Erste, was mich da halt als kleiner Krypto-Nerd ziemlich abgeschreckt hat, das ist, dass die bis vor einem Jahr noch nicht mal SHA-2 implementiert oder nicht mal standardisiert hatten. Das ist, die haben so 8 Jahre länger als die TLS-Leute gebraucht, bis sie mal SHA-2 implementiert hatten. Ich glaube, ja. Langsamer sind, wenn überhaupt, nur die OpenPGP-Leute. Ja, also ich meine, also ja, das ist also diese ganze Sache, neue Krypto-Algorithmen einführen, das ist halt auch so echt ein Problem, ja, und vor allem bis man das sozusagen in einem Rechenzentrum dann in der Fläche hat, ja, also weil dann haben die Leute halt noch die Old Stable Debian Version 1000-fach, ja, sozusagen, und das dauert dann halt, ja, bis die nächste halt kommt und im Rechenzentrum installiert ist, ja, also von daher, ja. Ja, also aber ja, das ist ein weites Feld, kann man lang diskutieren. Aber ich meine, ich habe so ein paar Ideen. Also das Problem auch bei Kerberos ist, dass zum Beispiel diese feingranulierte, delegierte Administration, die ich hier drin mache, die kann ich zum Beispiel in den Standard-Kerberos-Autorisierungen nicht abbilden. Ja, also ich habe mir letztens auch nochmal irgendwie das genau angeguckt, ja, und mir die irgendwie ein bisschen die Ohren verbogen, ja, praktisch die Principal Names dann so zu strukturieren, ja, dass das dann wieder irgendwie auf die Zonen passt und eventuell im Prinzip diese Autorisierungstabelle, die der KDC verwendet, ja, da irgendwie immer automatisiert zu generieren und so, ja, aber ja, im Moment habe ich keinen Anwendungsfall für so Sachen. Ja. Und die FreeIPA-Leute, die ja ganz stark auf Kerberos setzen, ja, die haben, so viel ich weiß, in ihrem MIT-KDC, also in dem FreeIPA-eigenen KDC halt... Die benutzen Heimleiter. Nee, die benutzen...
FreeIPA benutzt MIT. Ja? Und die haben da spezielle Autorisierungs-Plugins drin. Ja? Wobei die keine so fein granulierte delegierte Administration haben. Ja? Und auf das Thema auch relativ empfindlich reagieren. Ja, FreeIPA ist in der Praxis auch eher bröselig von der Konsistenz her. Hm? FreeIPA ist in der Praxis von der Konsistenz her auch eher bröselig. Weiß ich jetzt nicht. Also ich habe nicht so viel produktive Erfahrung damit. Also ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Sie machen an vielen Stellen auch einen guten Job. Also ich muss sagen, dass sie viele Themen angehen. Ja, aber okay, da hocken auch ein paar Leute dran. Ja. Es sind ein paar schöne Sachen dabei. Ich habe mir das vor einem Jahr ans Bein gebunden, weil wir ein komplettes Netz mal aufgebaut haben. Und da hast du also Effekte, wie wenn Leute ihren SSH-Interface, wie zum Beispiel den SSH-Key ändern kannst. Und wenn du dann den SSH-Key änderst, dann dauert das aber schon mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis der SSH, die sich ja noch durchpropagiert auf die Rechner. Gut, aber das kommt. Bitte? Schneller als bei Active Directory. Ja, aber das kommt auch wieder. Also ich fasse das mal kurz zusammen. Ja? Also hier zum Beispiel auch SSH-Key-Distribution und so weiter und so fort. Ja? Also bei dem Kunden, da läuft auf jedem System ein ganz simpler Cron-Job, ja, sozusagen, auch so ein Python-Skript, ja, was sich einfach die SSH-Keys zieht. Ja? Und das läuft alle 5 Minuten oder 3 Minuten oder sonst irgendwas, ja, so, und erzeugt natürlich so eine gewisse Grundlast, ja, so, aber die ist verschmerzbar, ja, und das heißt, nach drei Minuten spätestens, also die Replikation geht instant durch auf die Consumer und so, oder ziemlich instant, ja, und dann irgendwie nach ein paar Minuten dann hast du die Keys sozusagen auch auf den Maschinen, ja, ich könnte natürlich noch verbal kurz was skizzieren, was mir noch so einfällt, und zwar dieser Wer von euch hat denn schon mal richtig PKI gemacht? Ah, Cornelius ja, wieder, klar. Ein bisschen, aber noch nicht mit eigenem OCSP. Also wenn ihr PKI-Prozesse kennt, ja, also gerade so Smartcard-Ausgabe und sonst irgendwas, ja, dann sehen die Prozesse immer so aus, ja. Und deswegen bin ich da auch drauf gekommen, weil ich bin halt unglaublich geprägt, ja, aus dieser Welt, ja, sozusagen. Also das heißt, dieser Prozess hier ist eigentlich schon so stark. Ja, wie eben ein PKI-Prozess, was man typischerweise dem Benutzer gerade noch zumuten würde, ja, sich dann irgendwie so eine Smartcard zu besorgen oder so. Ja. So, und jetzt kann man da eigentlich in zwei Richtungen denken. Erstens, auf die YubiKeys kann man auch RSA-Schlüssel aufbringen. Ja. Das heißt, man könnte hier nicht nur das Shared Secret erzeugen, sondern auch ein RSA-Schlüsselpaar, den privaten Schlüssel auf den YubiKey schreiben, ja, und den Public Key zum Beispiel hier direkt mitsenden. Das heißt, also erstens kann man da zum Beispiel ein X509 Certificate Signing Request draus machen, oder man kann zum Beispiel auch sagen, ich sende den auch noch als SSH-Key-Format raus, ja, und lass mir im Prinzip diesen signieren. Ja, das heißt, dass im Prinzip dieses Ding auch zum Beispiel als SSH-Schlüssel gleich verwendet werden kann. Ja? Das Problem allerdings bei solchen Tokens ist, die sind ziemlich langsam. Also so eine RSA-Signatur, ja, geht immer noch so im Sekundenbereich oder sowas. Ja? Und die Leute sagen mir dann, ey, aber wenn ich dann mit Cluster-SSH auf 50 Knoten gleichzeitig muss und so, dann ist mir das einfach scheiß lahm, also ist das scheiß lahm, ja, oder ich muss mit Ansible irgendwie einen Rollout auf 100 Knoten machen oder so, ja. Da sind die Leute so ein bisschen empfindlich. Ja? So, und deswegen gibt es noch eine andere Idee, nämlich zu sagen, okay, ich habe hier ein Credential, das ist schon ziemlich gut und ziemlich stark. Ja, also der Enrollment-Prozess dahinter ist ziemlich gut, ja, die ganzen Security-Policies sind relativ gut, ja. Und es gibt so Leute, die zum Beispiel, also es gibt so ein GitHub-Projekt, GEE-Cert, ja, und da hat jemand in Go quasi ein SSH-Key-Agent geschrieben und einen Signing-Server geschrieben, ja, und der SSH-Key-Agent, wenn sozusagen der SSH-Client sagt, ich möchte mich mit einem Key authentifizieren auf der und der Maschine, dann erzeugt er praktisch ein RSA-Schlüsselpaar on the fly
und sendet das zu einem Signing-Service und kriegt dann einen signierten SSH-Schlüssel zurück für genau diesen Host. Und das ist dann auch nur zeitlich begrenzt gültig. Ja. Und der private Schlüssel liegt auch einfach nur im REM. Ja. Also der wird nie irgendwo persistiert. Ja. So, und die Authentifizierung aber zu diesem Signing-Key, zu diesem Signing-Server, ja, die könnte man halt ganz gut mit diesen starken Authentifizierungsmechanismen machen, ja, und sich dann aber immer on the fly neue RSA-Schlüsselpaare erzeugen mit der, naja, jedes Laptop hat heutzutage genug CPU dafür, ja, und dann halt sehr schnell sozusagen sich die signierten Schlüssel holen, ja. Und das wäre zum Beispiel noch etwas, also das steht so auch ein bisschen auf meiner To-Do-Liste, ja, sowas eigentlich dort rein zu integrieren. Ja, weil ich habe auch das Thema PKI nochmal an der Backe, weil da drin geht nichts ohne TLS. Ja, und das heißt, ich möchte eigentlich auch für alle diese Authorized Entities auch on the fly mit einer PKI X509-Zertifikate ausstellen lassen. Also könnte ich natürlich auch irgendwie noch einen SSH-Signing-Server bauen. Ja, und wer mitmachen will, herzlich eingeladen. Ja? Ja? Wie bitte? Ja, gibt's jetzt. Also ich meine, sogar das Signaturgesetz, glaube ich, seit ein paar Jahren schreibt das inzwischen sogar vor. Ja, die haben dann auch diese ECDSA Public Key Zertifikate und so weiter und so fort. Also diese, die, zum Beispiel da von der Telekom, diese SIGG-konforme Trust Center, die stellen so Zeug aus. Also die Signaturkarten, die du inzwischen kriegst, das geht mit elliptischen Kurven. Hä? Oh, das weiß ich nicht mehr. Also meine Kunden haben das bezahlt und irgend so ein Reck gesteckt und so. Und das hat mich alles nicht interessiert. Also, aber, ja. Die sind dann aber schon vorbeschlüsselt. Weißt du, also du kriegst die im Prinzip vorbeschlüsselt und kriegst dann deine PIN. Ja. Ja, weißt du bist dann wieder in der Hölle, das Ding überhaupt benutzen zu können. Also so wie Cornelius vorhin gesagt hat, so ja, du bist dann in der Treiberhölle, ja, weil du hast wieder eine bestimmte Karte mit einem bestimmten Kartenbetriebssystem, das muss dann interoperabel sein zu den Cardreadern. Ja, furchtbar. Ja, aber das ist alles Zeug, was du hier nicht benutzen willst. Und die YubiKeys selber können aber nur RSA. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber die können, glaube ich, nur RSA-Schlüssel. Okay, also wenn ihr jetzt so, sollen wir einfach zum gemütlichen Teil übergehen? Also ich sehe da schon den Grill rauchen und so, ja. Und wir riechen es auch hier drin schon, ja, irgendwie. Und da würde ich einfach sagen, danke für eure Aufmerksamkeit, ja.